You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von The Crew 2, der Closed Beta. Ja, wir haben ein neues Kfz, was getuned werden möchte und ein wirklicher Klassiker ist, nämlich den Nissan Fairlady Z oder Datsun 240Z. Das tut sich nicht viel, wie man es nennen möchte. Ein wirklicher schöner JDM-Klassiker, wirklich geiles Fahrzeug. Bin ich sehr, sehr großer Fan von. Finde ich optisch nämlich echt ein absoluter Brecher. Richtig, richtig geil. Leider natürlich auch gebraucht. Ja, bisschen teuer, also dementsprechend wird das wohl immer ein Traum bleiben, erst recht, weil Pflege und Ersatzteile und sowas, sind wir mal ehrlich, das wird in Deutschland ein bisschen kritisch mit so einem Kfz. Aber wir werden den heute mal tunen und dann werden wir einmal die kleine Westküste. Letztes Mal sind wir Westküste. Habe ich letztes Mal Westküste gesagt? Es war letztes Mal die Ostküste. Ich sollte meinen Norden, Osten, Westen nochmal ein bisschen durcheinander kriegen. Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, das war die Ostküste. Habe ich letztes Mal eigentlich Westküste gesagt? Wenn ja, blende ich das nächste letzte Folge mal ein. Ich bin gerade durcheinander. Die letzte Folge habe ich mich hier kurz vorher aufgenommen. Habe ich, glaube ich, Westküste gesagt. Wir fahren heute die Westküste. Die Westküste ist nämlich jetzt San Francisco und so ein Scheiß. Aber da fahren wir einfach Los Angeles nach San Francisco, einfach ein bisschen fahren und hier oben noch hin. Nach Seattle. Das sind die drei Städte, die wir einfach ein bisschen fahren wollen. Aber sofort muss natürlich wieder ein Kfz getuned werden. Der Datsun 240Z für die Westküste. Ich hab, glaube ich, echt letztes Mal Westküste gesagt. Mein Gott, Alter. Und alle haben mich geprügelt, sogar mehrfach so. Halt die Fresse, das ist die Ostküste, du Arsch. Ja, zu Recht. Prügelt mich da bitte für. So, ich bin gespannt, was sie so machen können. Schnellverschlüsse sind immer geil. Alles mit Schnellverschlüssen. Oh, Carbon gibt's auch nochmal. Und das Ganze mit also immer mit Schnellverschlüssen. Nicht ohne, schade. Dann nehmen wir aber die hier, die finde ich dann doch ein bisschen schicker. Ich hoffe, ich habe genug Geld für die ganze Scheiße. Ich hoffe, es kann nämlich ganz gut sein, sie gleich. Ach, die Teile sind ja günstig für den. Der ist auch mit das günstigste Auto fast im Spiel, glaube ich. Der kostet gerade mal 60.000. Also der ist nicht teuer. Okay. Ist aber noch so. Oh, wir haben einen Ölkühler. Oh, ein Ölkühler vorne dran macht alles besser. Ein Ölkühler macht bei alten Autos alles besser. Nein, da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Da kommt der Ölkühler vorne dran. Kein Scheiß. Was haben wir denn da für Schutzvarianten? Wir haben die, die. Nein, dann nehmen wir die originalen Scheinwerfer. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr sexy. Oh, bei dem können wir Kotflügel machen. Oh, bei dem können wir Kotflügel tuten. Das ist sehr geil. Nicht bei Acura NSX letzte Folge war es ja, waren die breiten Kotflügel ja mit den Schürzen zusammen. Hier sind die Kotflügel nochmal einzeln. Ja, sehr, sehr geil. Ja, da machen wir doch angenähte Kotflügel dran. Natürlich, brauchen wir gar nicht lange überlegen. Felgen lasse ich sogar so, weil ich finde, die passen sehr, sehr gut. Sind so Watanabe-Style. Die sind Serienfelgen von dem Auto, die man auswählen kann. Die bleiben aber auch drauf, weil ich die nämlich gar nicht so schlecht finde. So, ich mache den aber auch orange Bremszettel drauf. So, Außenspiegel. Ja, da können die Originalen ruhig auch drauf bleiben. Die sind gar nicht mal so schlecht. Carbon-Schwäler kann man machen. Machen wir ruhig mal dran, warum nicht? So, Kupflug hinten müssen wir das ganze Prozedere natürlich auch machen. Da hätte ich gerne noch schwarze, aber zur Not kann man ja jetzt mit der Design-Editor mittlerweile die Dinger schwarz machen. Also dementsprechend muss das Spiel ja gar nicht mehr schreiben, wie sie drin haben. Durch Design-Editor ist ja vieles möglich. Okay, da können wir den einfach orange machen. Nein, Carbon oder einen großen Flügel. Okay, ist ein bisschen schade, ich habe ein bisschen mehr Spoiler erwartet. Dann machen wir ein schönes Carbon-Ducktail. Aber Ducktail an Datsun 240Z ist eh das Beste. Also klar, wären andere Optionen geil, aber am Ende würde trotzdem bei mir das Ducktail drauf landen. So viel sicher. Oh, auch mit Carbon. Eieiei. Carbonara, wohin man sieht, das gefällt mir sehr gut. Oh, der Duplex. Alter. Ich bin ja eigentlich, dachte ich so, oh, das Original-Heck ist geil, aber die Duplex, die ist von der Platzierung. Eieiei, das ist schon leicht sexy. Boah. Ne, die Mittelrohre ging gar nicht rein, die finde ich geil. Nein, das geht doch. Okay, dann bleiben wir bei der Duplex. Auch Carbon natürlich. Junge, das ist schon leicht geil. Oh, Innenraum können wir komplett machen. Dann machen wir hier so ein leichtes, dunkles Braun, das finde ich ganz geil. Ah, jetzt können wir Unterschiede wieder machen, stimmt. Ne, dann machen wir komplett. Ah, Material, ui, was haben wir denn da? Ne, dann nehmen wir ruhig so abgenutztes Leder. Und die Einlage, ach, ja, natürlich gibt es ja Carbon. Aber dann machen wir Holz. Da mache ich Holz, sorry, da muss Holz rein. Im Innenraum mache ich jetzt mal kein Carbon. So viel Carbonara brauchen wir dann auch nicht. Und ja, jetzt gucken wir mal kurz, ob diese Leute schon Designs gemacht haben. Was, denke ich mal, der Fall sein wird, weil das Ding mit das günstigste Auto im ganzen fucking Spiel ist. Ah, die Satzung-Design ist natürlich, geht natürlich klar. Aber da müsste man eigentlich mal, nee, das machen, dann machen wir ihn weiß. Das Orange-Schwein ist zwar ganz cool, aber wir machen ihn weiß, weil, oh ja, geil, sehr, sehr geil. Guck mal, schwarz. Ne, wir machen weiß. Weiß ist schon geil. Jetzt natürlich allein, das Ding auch schon getuned, weil, ja, wie letzte Folge auch erklärt, Performance-Zeit kann man ja alle sammeln, deswegen ist er schon auf 2,30 hoch und hat schon mal ein bisschen Dampf und sieht leicht pornös aus. Und ich würde sagen, wir gehen mit diesem Kfz doch einmal raus auf die Straße und gehen rüber zur Westküste. Ja, ist so geil. Wie gesagt, Leistungsdenken schadet schon ein bisschen was. Wir haben jetzt im Moment eine Leistung anliegen von 330 km und 445 PS.
Geht also ein bisschen voran, da ist schon mal ein bisschen Leistung auf jeden Fall vorhanden. Und der Motorisiert ist auf jeden Fall gewaltig anders, so viel ist sicher. Und wir machen mal kurz den Wegpunkt weg, weil den wollen wir nicht mehr. Wir wollen nämlich hier von Los Angeles hoch nach Seattle. Alle Amerikaner-Fans werden mich hassen für meine Aussprache. Ich freue mich. So, wir porten uns mal hier hin. Das ist ein ganz guter Startpunkt. Einmal dahin. Guten Tag. Ich will jetzt gar nicht fahren. Danke für Ihren Hinweis. So, jetzt machen wir uns mal kurz den ersten Wegpunkt, damit wir hier auch mal rauskommen. Wir wollen nämlich hier über die Zentral... Ah, hier vorne ist... Oh, wir könnten sogar... Übers Laguna Seca. Wisst ihr was? Wir fahren nach Laguna Seca. Wir fahren eine kleine Runde auf Laguna Seca. Das machen wir. Ja. Es war echt abwegig, aber ist mir egal. Ja, wir fahren einen kurzen Trip nach Laguna Seca. Fahren wir kurz mal eine Runde auf der Rennstrecke. Die ist nämlich drin. Ein paar Rennstrecken sind nämlich auch im Spiel drin. Ich habe irgendwo gelesen, Laguna Seca soll von Höhenunterschieden nicht so richtig sein. Also ich weiß nicht, ob sie angepasst haben, weil in Q1 war es nicht. In Q1 war Laguna Seca... Höhentechnisch nicht richtig. Also es war auf jeden Fall viel zu flach. Laguna Seca ist ein ganz schön bergentafer, wer es mal in einem anderen Spiel gespielt hat. Wow, ich spiele gerade ein anderer Spieler gerade ein Rennen. Oh, der Klang ist aber geil. Der Klang ist aber geil und das Ding sieht auch ziemlich geil aus. Ich mache mal wieder bei dem mal ein bisschen die Musik leiser, weil wir wollen den Wagen ja auch ein bisschen genießen. Ich tippe gerade mal ein, dass ich die Musik relativ laut habe. Machen wir mal so. Hör ich es wenigstens auch noch vernünftig. Sieht schon geil aus. Oh, Tunnelklang, Junge! GPS-Signal verloren. Scheiße. Wie soll ich denn jetzt wieder wissen, wo ich lang... Alter, warum macht das Spiel denn manchmal ein Navi kaputt? Ich check grad manchmal nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Ja, hier rechts ist richtig. Ich hab's hier richtig im Kopf. Das Spiel hier meint mein Navi einfach nicht richtig anzeigen zu wollen. Jetzt geht's wieder, danke. Boah, der Klang ist geil. Boah, der Klang ist sehr sexy. Oh ja, das Ding klingt geil. Oh, das sieht auch noch geil aus. Auf jeden Fall auch ein Spiel, was wir im fertigen Spiel, was ein Auto, was wir auch im fertigen Spiel holen werden. So viel ist schon mal ganz schön safe sicher. Das Gute ist, das Ding ist auf jeden Fall quilliger als der NSX, so viel sicher. Fährt sich ein bisschen direkter. Junge, war das gerade eine Stichflamme aus beiden Auspuffrohren. Junge! Oh, ich hab dann keinen Kap mehr drin und ich dachte mir, warum auch einen Ofen daheim haben? Ich kann mir meine Schnitzel doch auch am Heckauspuff braten. Eine Stichflamme, zacke durch das Fleisch. Super. Leichte Kohlekruste, aber sonst 1A. Fährt sich echt angenehm. Doch, schön driften, warte mal. Ist ja kein Driftbild, aber trotzdem. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel Tempo mit der Handbremse gekillt. Ein bisschen sehr viel Tempo mit der Handbremse gekillt. Sag ich mal. Gut, dass wir passen mit dem wieder zwischen zwei Autos durch. Mit meinem X war es vielleicht problematisch. Der Datsun ist ein bisschen, oder Nissan, ist ein bisschen schmaler. Der hat ein bisschen weniger auf dem Hüften, ne? Er ist ein bisschen zierlicher. Muss man ihn einfach lassen. Steht ein bisschen schöner da. Aber der Duplex sieht auch geil. Sieht echt vom Bodykit schön aus. Ist nichts Extremes. Aber es reicht mir. Es ist aber so, es sitzt sich bei jedem Wagen unfassbar groß. Wenn das Navi jetzt mal wieder funktionieren könnte, Alter, wo soll ich denn jetzt hier langfahren? Guck dir mal diese Kreuzung an. Wie soll ich denn wissen, wo. Dankeschön. Wie soll ich denn sonst jemals wissen, wo ich hier lang soll? Das werde ich mir noch niemals merken können. Was wollte ich gerade sagen? Auf jeden Fall, natürlich sind nicht super extreme Maßnahmen, weil die Need for Speed geht bei manchen Autos deutlich mehr. Finde ich jetzt persönlich aber nicht schlimm, weil wir haben eine relativ große Fahrzeugauswahl und bei jedem ist irgendwas tunbar, also okay. Und man muss halt sehen, wir haben Flugzeuge und fucking Boote noch drin, dementsprechend... Man kann nicht alles haben, ne? Das ist hier diese... Im Sinne, wie viel Content sie jetzt im Vergleich zu den vorherigen Teilen reingebracht haben, ist es ja trotzdem schon mal ein riesiger Anstieg und... das Spiel ist ja deutlich umfangreicher geworden, dementsprechend... Kann man sich ja nicht nur aufs Tuning konzentrieren, sondern man möchte auch andere Gameplay-Sachen noch ins Spiel bringen. Und deswegen bin ich mit dem, was an Tuning drin ist, vollkommen zufrieden und beschwere mich darüber nicht. Oh, das sieht natürlich jetzt hier gerade mega leicht geil aus, ne? Das Ding hier gerade durch hier über Landstraßen, durch schöne kurvige Strecken ballern. Das ist natürlich. Ich würde es echt nicht ablehnen, das machen zu dürfen. Würde ich da höchstwahrscheinlich sehr, sehr wenig ablehnen. Ich schon sehr dafür. Fuck. Falsches Terrain für dich. Komm zurück auf die Straße. Danke. Mit der Handbremse kann man aber auch gut bremsen. Ich habe jetzt gerade nur die Handbremse gedrückt. Mal gucken, was passiert. Schöne Rauchwolken passieren. So viel kann ich schon mal sicher bestätigen. Da sind die Flugzeuge nichts gegen, wenn du hier die Handbremse hämmerst. Junge. Kampfgeschwader auf dem Boden sind wir. Aber man merkt, das Ding ist für die Landstraßen geboren. Das Ding ist für die Landstraßen einfach gemacht.
Huhuhu, das war knapp. Puh, Gott sei Dank haben wir keine Breiten oder 6 mehr, ne? Den Außenraum vorbei. Hoffentlich kommt kein Gegenverkehr. Einfach durchladen, sehr gut. Boah, das sind ja die Traumstraßen hier. Junge, ist das geil. Boah. Das ist ja... Aber guck dir mal diese die Karren an, die jetzt vor uns zukommen. Das ist ja der Shit, den wir jetzt fahren. Das sind die Traumstraßen für dieses Kfz. Und dann noch mit der Beleuchtung hier durch die Welt. Alter, ist das sexy hier jetzt mal. Boah. Alter, mir läuft echt die Sabber aus dem Mund. Junge. Das ist schon leicht schick, ne? Das ist schon leicht pornös. Das hört mich schon ein bisschen an. Lustig ist der Porsche, den wir in dem einen Video gesehen haben, der da mitgefahren ist. Wo ich sagte, den alten 964 Turbo, den will ich unbedingt haben, den gibt es hier in der Beta noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob der irgendwie entweder Zusatzcontent sein wird oder vielleicht auch erst in der finalen Version drin ist. Das kann ja auch sein, dass er hier in der Beta einfach noch nicht verfügbar ist. Den gab es auf jeden Fall in Porsche, bei Porsche nicht und auch bei Ruf nicht. Ja, Six Fuß 2 ist also Spiel, die Ruf drin gelassen haben. Die meisten Spielehersteller haben ja gesagt, okay, wir haben Porsche, dann brauchen wir Ruf nicht mehr. Bei The Crew hat man halt gesagt, okay, wir haben Porsche, wir lassen trotzdem Ruf drin. Finde ich eine sehr coole Entscheidung, muss ich sagen, weil Ruf ja trotzdem sehr eigenständige Fahrzeuge braucht, was Leistung und Eckdaten und sowas angeht. Dementsprechend war ich mir dann auch nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar ein Yellow Bird war, der da fahrt. Es kann auch sehr, sehr gut ein Yellow Bird gewesen sein. Den gab es aber auch nicht, also bei Ruf und Porsche gibt es das Fahrzeug nicht. Dementsprechend hoffe ich dennoch, dass der zur finalen Version drin ist. Ich kriege ja auf jeden Fall ein paar Fahrzeuge geschenkt, so wie sicher. Weil man konnte ja mit dem, gab ja so ein Programm, so ein paar Challenges, die man in The Crew 1 machen konnte und dann wird man dafür in The Crew 2 mit Fahrzeugen belohnt und ich glaube, ich krieg so gut wie alle Fahrzeuge, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, ich habe alle Challenges absolviert und dementsprechend werden wir hier in The Crew 2 am Anfang direkt schon ein paar schöne Fahrzeuge in unserer Garage stehen haben dürfen. Ich weiß gar nicht, welche das also nochmal waren. Sind auf jeden Fall ein paar. Hast du ein bisschen was von dem Forza-System, auch so Boni zu bekommen, wenn du die Vorgängerteile gespielt hast. Finde ich ganz cool. Einerseits, andererseits aber auch nicht, weil man halt gerne ein Spiel halt so spielen würde, wie es gehört, ohne halt mit Autos und Geld zugeworfen zu werden. Das ist ja mit diesem Belohnungssystem immer das Problem, dass du dann am Anfang ein bisschen sehr leicht hast und diese Progression, die du normalerweise am Start hättest, dir so ein bisschen fehlt. Was ein bisschen schade natürlich ist. Ach, schöne Laguna Seca gleich im Dunkeln hacken, habe ich gehört. Geil. Voilà. So, da sind wir doch schon auf der Laguna Seca, beziehungsweise sind wir gleich da. Bevor ist die Strecke gleich. Kein Scheiß, also Sonnenbeleuchtung kann sie Q2, ne? Sieht schon Sonnenauf- und Untergänge. Könnte ich mir jetzt ganzen Tag angucken, ich bräuchte gar nicht rumfahren. Ich würde mich einfach nur in den Wald stellen und den Sonnenauf- und Untergang begutachten. So, da sind wir schon, Laguna Seca. Das kann ich erstmal kurz hier... Ist ja Laguna Seca. Ich habe den ganzen Racetrack markiert, ja gut. Brauchen wir ja nicht unbedingt. So, dann würde ich mal sagen, drehen wir eine kleine Runde. Ich werde auf jeden Fall hier noch irgendwann mal im Rennwagen hinkommen. Ich schätze mal, werde ich auch Rennen fahren. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ja, auf jeden Fall, der Berganstieg ist auch wieder viel zu flach schon mal. Da fährt auch noch ein Spieler gerade. Oh. Alter, was ist das denn für, was ist das für eine Riesenstrecke? Das ist ja viel zu breit. Okay, ja, ich sag mal so, Laguna Seca ist nicht... Der Streckenverlauf, ja. Also, wo Kurven sind und wann die kommen, das passt. Höhenunterschied passt gar nicht. Und Streckenbreite auch so überhaupt nicht. Wer mal Rennspiel gespielt hat und Laguna Seca kennt, der weiß, was ich meine, dass das hier alles nur in der Niente hinhaut. Also gar nicht. Auch Umgebungs... Alter, wie kann man denn die Strecke so oft hinbekommen? Da ist sie ganz weggelassen, um ehrlich zu sein. So, jetzt kommt die Corkscrew. Normal geht das jetzt hier mega bergab, bergauf, aber es geht hier nur bergunter. Es geht nicht bergauf. Du hast eine mega Steigung vorher eigentlich. Oh Gott, das ist ja... Also wie gesagt, die Strecken... Ja, Streckenaufbau, also die... Hoppala, das Streckenlayout ist richtig, also wo, wie Kurven gebaut sind und so. Von oben gesehen passt die Strecke auch, weil hier, wenn man von oben guckt, ja, das Layout passt, seht ihr da. Aber der Rest passt nicht. Der Rest passt nada, niente, gar nicht. Also überhaupt nicht. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Bin ich jetzt gerade hingesprungen? Ach, scheiße! Oh, ich bin aus San Francisco gesprungen, das wollte ich nicht. Nein! Oh, warum kann man denn überall hinjumpen? Kacke hier. Kann ich mich hier importen? Ja, kann ich sehr gut. Okay, dann gehen wir dahin. Alles gut. Ich will das einfach selber hinfahren. So, auf jeden Fall. Ja, Laguna Seca ist vollkommen falsch. Liebevoll ausgedrückt. Wie gesagt, das Layout passt. Hier die Kurven und allem. Das von oben aus gesehen sieht es richtig aus. Wenn man aber dann mal drauf fährt, dann haut das leider gar nicht hin. Sehr schade.
Also, das ist eine Strecke, die ich nicht öfters abfahren will. Normal würde ich sagen, oh geil, Open World Rennspiel und noch eine echte Rennstrecke drin, geil. Leider ist die echte Rennstrecke, die hier drin ist, leider zu sehr entfernt vom Original. Dann gehe ich doch lieber in andere Rennspiele und habe darauf meinen Spaß. Dafür gibt es die in genug Rennspielen, dass man also da nicht in The Crew 2 spielen muss. Pikes Peak gibt es ja auch, der ist auch in echt noch mal ein bisschen brachialer. Der passt hier zwar von Höhenunterschieden relativ gut, aber ist natürlich auch noch ein bisschen auf. Aber man merkt, daran siehst du halt, dass halt relativ oberflächlich alles modelliert ist. Aber es ist auch okay. Wie gesagt, die Map ist einfach riesig. Und das ist die USA. Also ich verstehe das. Bei der Rennstrecke hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Mühe erwartet. Also wenigstens die Höhenunterschiede richtig zu bekommen. Oder diese Streckenbreite von der Rennstrecke. Aber wie gesagt, das ist ja ein halber Highway, den man da fährt. Das ist ja keine Rennstrecke, Alter. Da kannst du mit 5 Autos gleichzeitig in die Kurve und es passiert nichts. Das ist ein bisschen ab von der Realität. Ja, man merkt, dass die Driftcast besser. Wenn noch eine Folge mit dem Driftcast wird auch noch kommen. Mit dem RX-7, den werden wir auch noch mal ein bisschen querschmeißen. Einfach mal, um zu gucken, wie das Drifting ist, weil das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das möchte ich auch gerne noch in der Closed Beta wesentlich einmal mir kurz anschauen, so viel sicher. Und dann schauen wir mal, was das Handling so kann. Von den Driftcasts. So. Hier schön Berko kranken. Ja, der ist vom Klang halt echt geil. Der Klang von dem Ding gefällt mir schon echt gut. Ich merke, ich werde im Spiel noch mehr Spaß an Roadtrips haben, weil ich sage, es fährt sich halt immer besser. Die Umgebung gefällt mir optisch schöner. Alles positive Aspekte, die einen Roadtrip noch schöner machen. Alles gut. Ja, ein bisschen Marsch kommt da immer, wenn man ein bisschen die Bremse antippt. Ich meine wirklich nur die Bremse, nicht die Handbremse. Die Handbremse tippe ich gar nicht an. Der kommt auch so schön ein bisschen hier mit dem Heck rum. Heckantrieb und ein bisschen Dampf regeln. Wenn wir in den Vollaufbau kommen, mit dem wir noch ein bisschen mehr Spaß haben. Hier gibt es ja leider keine Driftversion. Wir sind hier im Spiel noch nicht. Den habe ich jetzt soweit nur in der Autocross-Version gefunden. Oh, ja, in der Rallycross-Version, da gibt es einen. In der Rallye-Version, in der Driftversion habe ich ihn nicht gesehen. Oder ich habe ihn übersehen, kann gut sein. Gut, dass ich mich nochmal zurückgebaut habe. Das wäre sehr schade, wenn wir die Strecke hier nicht gefahren wären, weil die ist nämlich echt schön. Die ist echt sexy. Also, das ist nur durch den Reifen hier komplett am Ausrasten. Das ist wie geil. Leichter Walltap, alles gut. Steptime wäre schon stolz auf mich. Aber es ist so schön, dass der Design hier drin ist, weil dadurch haben wir auch solche schönen Designs von der Community erstellt. Oder der stellt das selber welche. Aber wenn die Community natürlich auch schön fleißig ist, was natürlich dann beim finalen Release noch mehr sein wird, ist natürlich geil. Ich hoffe mal, dass die Designs schon übernommen werden in die finale Version. Das wäre ganz cool. Das wäre sehr lobenswert, muss ich sagen, weil dann muss ich nennen, weil sie nicht nochmal die Arbeit machen. Ich hoffe mal, das wird möglich sein. Sollte aber aus meiner Sicht sollte das kein Problem darstellen, weil die Fahrzeuge und so bleiben ja das gleiche. Doch später war ja an sich nur der Test für die Server. Der Rest passt ja. Also ich habe bisher sonst keine großen Bugs gemerkt, die mich unfassbar stören würden. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das dann in der finalen Version so aussehen wird. Das recht von Fahrzeug aus war, was dann noch so kommen wird und Satzungsperrenz, da ist ja noch ein bisschen was offen. So, 8 Kilometer hier. Ja, die Ostküste ging ein bisschen schneller, aber es lag auch daran, weil wir große Highways gefahren sind. Und hier die Westküste ist ein bisschen bergiger und kurviger, was ich aber sehr lobenswert finde, weil mit dem Wagen macht es auf jeden Fall deutlich mehr Bock, als ein Highway zu ballern. Boah, ist so geil, wie der begrenzt eigentlich. Ah, ist das fett, ey. Aber Mac hier, ne? Ich habe mich ja letzte Folge beschwert über die Rush Hour. Wenn du auf den Landstraßen fährst und es dunkel ist, dann ist hier wirklich wenig los. Am Tag ist hier mehr los, das finde ich ganz angenehm. Auf den Highways und in der Stadt merkst du das weniger. Aber hier auf den Landstraßen merkst du schon einen Tageszeitenunterschied, was den Verkehr angeht. Schönes Detail. Und dadurch kannst du sagen, sag mal so, wenn du dann Bock hast, unbedingt Landstraße zu ballern, dann sagst du, okay, ich will jetzt aber hier meine Ruhe haben. Dann war das hier im Spiel einfach, bis Nacht ist und dann kannst du loslegen. Das hat schon irgendwie ein cooles Gefühl, ne? Weil es ein bisschen der Realität nahe kommt. So. Okay, ich werde Landstraße fahren, aber ich will keinen gefährden. Also warte ich jetzt schön auf den Einbruch der Nacht und dann
Wird richtig gehackt. Finde ich schon ganz geil. So, komm mal jetzt mal. Ein LKW kam mir mal entgegen. Alter, der hängt halt immer begrenzt, sobald du nicht träumen hast. Geil. Klingt halt soundtechnisch so fett. Das ist so eine schöne Strecke, die wir hier fahren. Sag ich mal, wir hier nirgendwo Verkehr haben, Alter. Ich kann so entspannt fahren. Ich kann den ganzen Scheiß zwei Spuren ausnutzen. Man kann hier voll auf Ideallinienfahrt gehen. Es ist nichts los. Nichts. Ist wie ausgestorben. Das Handling, also, da merkst du halt auch, wie gut das Handling im Vergleich zum Vorgänger ist. Ich kann die Kurven hier viel besser einschätzen. Und es macht einfach viel mehr Spaß. Also, der Q1 habe ich am Ende relativ wenig gespielt, weil mir das Handling einfach auf Dauer echt nicht zugesagt hat. Ich habe ein bisschen meine Probleme hatte. Und es nicht so schön nachvollziehbar fand. Und ich glaube, das Problem wird zu Q2 bei mir nicht bekommen. Er ist noch nicht auf Forza Horizon Niveau. Forza Horizon ist für mich schon immer so ein Nonplusultra, was geiles Handling angeht. Aber es geht schon sehr stark in die Richtung. Ein bisschen arcadiger, was ich aber gut finde, weil es zum Touch des Spiels passt. Also ein bisschen arcadiger als Forza Horizon. Man hat dadurch seinen eigenen Touch, den ich aber sehr angenehm finde. Vielleicht weil es schon leicht ging. Es ist halt wirklich so ein Spiel wieder, wo du einfach mal sagst, ich spiele eine halbe Stunde, Stunde. Du musst dich nicht vorher halt wieder den ganzen Tag einfahren, weil du einfach mit dem Handling sonst nicht klarkommst. Das wird dir bei The Crew 2 nicht passieren. Das ist das Geile, das trifft für alle Fahrzeugtypen zu. Egal ob Offroad, Straße, Fliegen oder Boot. Da bist du innerhalb von kürzester Zeit wieder drin und das ist ein sehr positiver Aspekt. Das muss ich wirklich mal ganz klar hervorheben. Sehr, sehr positiv. Das ist für einen Arcade Racer auch ein wichtiger Punkt, muss ich sagen. Finde ich zumindest ein wichtiger Punkt. Für mich ist für Arcade Racer halt einfach, dass sie leicht zugänglich sind und nicht 50 Jahre Einübungszeit brauchen. Aber das macht für mich einen Arcade Racer aus. Alles andere kann ich ja sonst Simulation spielen. Ist so meine Meinung dazu. So, hallo, ich habe jetzt Wegpunkt gesetzt. Warum wird mir jetzt keine Route vorgeschlagen? Ich habe jetzt ins Wasser gesetzt, oder wo ist der hin? Komm auf die Straße. Jetzt wird er vorgeschlagen. Sehr gut, fahren wir auch einmal quer durch San Francisco. Das finde ich gut, weil das wollte ich nämlich. Weil ich will diese Berg- und Talfahrt in San Francisco auf jeden Fall mitnehmen. Das möchte ich jetzt nicht außen vor lassen. Wenn wir schon in San Francisco sind, dann müssen wir auch rauf und abfahren. Das geht gar nicht anders. Oh Gott, und auch abheben. Hoppa! Geil! Stark wird! Ist da jetzt hier auch wieder mehr Verkehr? Boah, das meine ich halt, ne? Du merkst direkt einen Unterschied zwischen Landstraße, Nacht und Stadt. Obwohl hier jetzt auch verhältnismäßig wenig los ist. Ist ja auch mitten in der Nacht, muss man sagen. Tagsüber wäre hier auch in San Francisco nochmal mehr los. Und das finde ich ein schönes, schönes Detail, weil es natürlich auch der Welt eine größere Glaubwürdigkeit schenkt. Oh, ich habe so ein Ding gerade mitgenommen. Dafür kriege ich jetzt also ein Teil, glaube ich. Okay, kriege ich, okay. Ja gut, wollte ich jetzt gar nicht, habe ich so beiläufig mitgenommen, kann passieren. Doof aber auch. Die Teile kriege ich dafür gar nicht. Aber ich glaube, also bei The Crew 1 hat man dafür Teile bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass mit The Crew 2 wieder so sein wird. Aber vielleicht in der Beta nicht. Werden wir alles in der Vollversion rausfinden, weil bei manchen Sachen weiß ich halt nicht, was manche Limitierungen sind. Aber wir fahren sogar über die Golden Gate Bridge, liebe Leute. Wir fahren über die Golden Gate Bridge. Das ist sehr, sehr gut. So, können wir jetzt direkt nur einen Wegpunkt setzen. Wir sind nämlich schon durch, das ging ziemlich zügig. So, wir wollen nach Seattle. Das ist der letzte Punkt, der noch auf uns wartet. Setzen wir auch einfach einen Punkt hier rein. Ah, man muss halt wirklich schon genau eine Straße treffen, sonst nimmt der einen einfach eine Direktroute. So, Seattle, letzter Punkt unserer Reise steht an. Während wir über die Golden Gate Bridge hacken. 90 Kilometer nochmal vor uns. Ah, schön wie Golden Gate Bridge, das ist geil, das ist schön. Ja, okay, das Slalomfahren ist bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so gut drin, da ist das Handling nicht mehr so direkt. Also bei höheren Geschwindigkeiten könnte das Handling noch ein bisschen direkter sein. Es wird umso schneller du fährst, umso weniger machst du mit deiner Lenkbewegung. Klar, damit soll natürlich behindert werden, dass es auch schwammig wird, weil das Ding bei 52 immer noch so direkt ist, wie als wenn du stehst. Könnte das sehr schnell ein schwammiges Handling ändern. Also ich verstehe schon die Intention dahinter. Aber ein bisschen direkter wäre schon ganz geil, weil so ist es ein bisschen sehr indirekt. Man kann nicht mehr wirklich Slalom fahren. 1,33 im Datsun kann man machen, ne? Gut, es ist so eine extra Mittelspur, ist für Raser. Ich finde die sehr angenehm. Bitte in Deutschland einführen solche extra Spuren, damit ich da drüber hacken kann. Da bist du gerne noch auf den Sack. Könnte ich jetzt mal über die scheiß Highlights die ganze Zeit hier zu knacken? Ja, wir haben noch einen Standort wieder frei gefunden. Hier ist auch wieder schön. Schön freie Bahn für uns. So mag ich meine Autobahnen und Landstraßen. Einfach frei.
für mich schön, dass ich schön Vollgas fahren kann. Upsa. Gibt's hier die Anzeige in der Mitte eigentlich? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Alles die Uhrzeit. Ja, die anderen funktionieren, glaube ich, nicht. Aber sonst ist der Raum ganz schick, ne? Finde ich, kann man machen. Das ist sexy. Ah, wieder meine Freistellung. Ist schön, dass hier so eine Mittelspur ist. Da kann man ein bisschen Verkehr mal ausweichen. Man kann trotzdem Vollgas fahren. Das ist gut. Gerne mehr Autobahn mit solchen Spuren. Okay, da hat sie meinen Spur gerade erledigt. Egal, jetzt ist gerade frei. Relativ wenig Verkehr. Wir fahren gerade entspannt hier. 3,30. Ohne irgendein Hindernis. Wenn ich überlege, wie die Autobahnfahrt in der letzten Folge war mit dem NSX, ist das hier gerade echt Kindergarten gegen. Ist ja echt Kindergarten. Nicht gut. Wie schnell wir gerade 70 Kilometer runterspulen. Aber gut, wir fahren auch fast gerade ganz Zeit konstant 3,30. Da sind 70 Kilometer nicht mehr so viel. Hier müssen wir runter, ne? Ich hab hier auch einfach rüber. Warum soll ich nach links abbiegen, Kollege? Das geht doch hier viel schneller. Falsche Richtung. Oh, komisch, nicht doch richtig. Hm. Das Navi nimmt also nur straßenkonforme Routen. Ah, sie dürfen nicht gegen die Richtung fahren. Mimimi. Ja, hab ich jetzt einfach. So, was willst du jetzt machen? Polizei gibt's ja nicht. Ha! Das ist ja nicht mal das Gegengesetz, wenn es kein Gesetz gibt. Das ist irgendwie sehr verwirrend. Ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühlen soll. Ob ich gerade auf der bösen Seite bin und mir einfach denke, ich sollte eigentlich neutral sein, weil eigentlich ist es eigentlich. Also, ich habe das richtig gemacht. So kommt es mir zumindest vor. Dass ich nichts Negatives gemacht habe. Ich will jetzt falsche Fragen wieder rein. Haut ab jetzt! Ich muss gleich links abbiegen, ich habe keine Zeit hier die ganze Zeit zu tippen. Hau ab jetzt! Ah, siehst du, Abbiegung verpasst, ich sag's doch. So, LKW. So, fahren wir einmal kurz hier um den Block rum, warum nicht? Kann man auch mal machen. Weg da! Ich brauche ein bisschen Platz hier für mich. So, hier rum, sehr gut. 3,7 Kilometer und dann haben wir den West Coast Trip. Mein Gott, ich habe gerade einen Bär überfahren. Entschuldigung, Dinge passieren in der Q2, das ist der Wahnsinn. Oh, jetzt, es gibt Züge? Fahren hier wirklich aktiv Züge rum? Ist gerade rot, ne? Ich warte jetzt gerade mal. Also für mich sagt rot. Oh ja, es gibt Züge. Guten Tag! Oh fuck! Okay, ja, es gibt Züge. Gut zu wissen. Schönes Detail. Sehr, sehr gut. Also, es gibt alle Bahnübergänge, die es im Spiel gibt, können auch von Zügen überfahren werden. Wäre geil, wenn die in Rennen auch funktionieren würden. Weil da glaube ich halt nicht, dass die Züge da aktiv fahren, um die Rennen eben nicht kaputt broken zu machen. Aber der Roadtrip fand ich sogar jetzt geiler als in der letzten Folge, weil die Strecke einfach viel geiler war mit den Bergpassagen und allem. Den kann man auch gerne mal irgendwann in die andere Gegenrichtung machen. Oder mit dem Driftcar. Ja, kenne ich jetzt schöne Strecken, mit dem wir unseren Driftcar da mal langkacken können. So, und dann sind wir in der Seattle angekommen. Und ich würde sagen, damit bin ich auch wieder raus für diese heutige Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne Daumen oben da, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Let's Play The Crew 2, der Closed Beta. Und bald auch zum normalen The Crew 2 Let's Play wieder. Bis dann. Tschüss.